Zu dieser Ausgabe begrüßt sie Klaus Fischer. Zurücktreten von einem Amt auf Lebenszeit, das war lange unüblich. Doch inzwischen tun das ja sogar Päpste. Und so ist das auch für einen Leipziger Thomaskantor kein Fauxpas. Im Gegenteil. Anfang Februar ist Georg Christoph Biller offiziell von seinem Amt zurückgetreten, das er 22 Jahre lang innehatte. Gesundheitliche Gründe waren ausschlaggebend. Biller leidet an einer Nervenkrankheit, die seine Sprech- und Gehfähigkeit beeinträchtigt. Im Moment leitet Gotthold Schwarz, der langjährige Stimmbildner der Knaben, den Thomanerchor. Ein neuer Thomaskantor wird wohl frühestens im kommenden Jahr gefunden werden. Da ein wichtiges Mitglied der Findungskommission, der Theologe und Bachforscher Martin Petzold, vor wenigen Tagen verstorben ist, wird sich in den nächsten Wochen in dieser Hinsicht auch nichts tun. So möchte ich in der kommenden Stunde die Ära Georg Christoph Biller Revue passieren lassen und danach in die ältere und jüngere Geschichte des Thomanerchors blicken und einige Beispiele schildern, wie sich der Wechsel von einem zum nächsten Thomaskantor gestaltet hat. Nicht immer problemlos, so viel kann ich schon sagen. Hören wir zur Einstimmung den Thomanerchor unter Georg Christoph Billers Leitung mit dem ersten Teil der Motette »Singe dem Herrn ein neues Lied« von Johann Sebastian Bach.
Georg Christoph Biller war der 16. Amtsnachfolger von Johann Sebastian Bach. Und er hat prägende Spuren hinterlassen. In sein Thomaskantorat fielen eine Reihe wichtiger Ereignisse für die Musikstadt Leipzig. Und das, so sagte er vor 2 Jahren im Interview, ist ihm selbst auch bewusst. Ich bin sehr stolz, gerade in der Zeit entscheidende Weichenstellungen zu vollführen, die dann auch, wenn man die Geschichte der Thomana betrachtet, im Nachhinein natürlich auftauchen werden. Georg Christoph Biller ist es in erster Linie mit zu verdanken, dass die Stadt Leipzig seit 1999 wieder jährlich ein großes Bachfest veranstaltet. Bachfeste hatte es zwar zuvor auch schon gegeben, aber nur in loser Folge. Dass das Festival heute aus dem Kulturleben Deutschlands nicht mehr wegzudenken ist, gehört unbedingt zu seinen Verdiensten. Inhaltlich vorbereitet hat Biller auch das große Bachfest im Jahr 2000 zum 250. Todestag des Komponisten. In seiner Eröffnungsrede entfaltete der Thomaskantor damals seine Sichtweise auf Bach und die Welt. Und die ist aktueller denn je. Kaum ein anderer großer Geist der Vergangenheit ist so gegenwärtig wie er, führt Menschen der unterschiedlichsten Kulturen und Weltanschauungen zusammen, ist Mittelpunkt der Weltkultur. So ist es an uns, ihn noch unmittelbarer in unsere Zeit hineinwirken zu lassen. Der Geist, der aus seinen Werken spricht, sollte uns nicht nur begeistern, sondern vielmehr ermutigen, die für unsere Zeit notwendigen Veränderungen in Angriff zu nehmen. Bach ist in der Lage, als Reformator uns voranzugehen auf dem Wege, den wir gehen müssen, wenn wir die Grundfesten unserer abendländischen Kultur erhalten wollen. Er gibt uns die Richtlinien für das Aufeinanderzugehen der beiden großen Kirchen, um sie schließlich wieder zusammenzuführen und gleichzeitig zu erneuern. Er könnte uns zeigen, was wir tun müssen, damit unsere Zukunft sich nicht in hochtechnisiertem Konsumrausch erschöpft, indem er an unser Inneres anklopft. Die Rede von Georg Christoph Biller beim Bachfest 2000 und vor allem einige Tage später die Aufführung der H-Moll-Messe mit Thomanachor und Gewandhausorchester, sie gingen um die ganze Welt, waren unter anderem in Japan, den USA und Australien zu sehen und zu hören. Der zweite Höhepunkt in der Ära Biller war die inhaltliche Gestaltung des Festjahres 2012, in dem die Thomaner ihr 800-jähriges Jubiläum feierten. Der Thomaskantor vergab 5 Auftragswerke für Festmusiken an prominente Komponisten, darunter Krzysztof Penderecki und der inzwischen verstorbene Hans-Werner Henze. Diese Kompositionen werden im Repertoire der Thomaner bleiben. Außerdem hat Georg Christoph Biller auch selbst eine Reihe von Werken geschrieben, vor allem für den Gebrauch im Gottesdienst. Damit steht er formal in der Tradition Bachs, inhaltlich sträubte er sich aber immer gegen den Vergleich mit dem großen Vorgänger. Schaue man sich doch mal die Vogelwelt an, da gibt es sehr große und tiefgreifende Vögel. Und es gibt aber auch den kleinen Spatz und der hat genauso seine Berechtigung. Und ich fühle mich mehr so als Spatz neben dem großen Johann Sebastian. Georg Christoph Biller stammt aus einem evangelischen Pfarrhaus in Nebra an der Unstrut und war selbst Mitglied im Thomanachor. Sein Dirigierstudium hat er unter anderem beim langjährigen Leipziger Gewandhauskapellmeister Kurt Masur absolviert. Nachdem Thomaskantor Hans-Joachim Rotsch 1992 von der Stadt Leipzig entlassen worden war, er hatte in der DDR eine Verpflichtungserklärung der Staatssicherheit unterschrieben, gelang es Biller innerhalb weniger Monate wieder Ruhe und Kontinuität in die Chorarbeit zu bringen. Gerade diese alltägliche Arbeit mit den Knaben kann man nicht hoch genug einschätzen, meint der Direktor des Leipziger Gewandhauses Andreas Schulz. Was wirklich auch ein Stück, und das meine ich gar nicht nur negativ, eine Mühle ist, die man dort bearbeitet, in seiner Programmwahl, indem wir die großen Konzerte in der Thomaskirche genauso dirigiert hat, als auch die wöchentlichen Motettenkantaten, die vielen Tourneen, die er mit den Thomanern unternommen hat, teilweise mit dem Gewandhausorchester, teilweise ohne das Gewandhausorchester.
Da war ein unglaubliches Engagement von ihm dabei. Engagiert hat sich Georg Christoph Biller auch für menschlichere Lebensbedingungen der Choristen. Das Erziehungssystem, das seine Wurzeln noch im Mittelalter hat, sieht vor, dass die Älteren die Jüngeren betreuen. Bis zum Jahr 2003 arbeiteten im Alumnat nur wenige erwachsene Erzieher. Als damals offenbar wurde, dass es sexuelle Übergriffe eines 16-Jährigen auf jüngere Schüler gegeben hatte, veranlasste der Thomaskantor eine Änderung der Erziehungspraxis. Inzwischen entspricht die Zahl erwachsener Pädagogen dem deutschen Standard. Im Zuge der Sanierung des Alumnats vor 3 Jahren wurden, endlich muss man sagen, auch die berüchtigten 12-Betten-Schlafsäle abgeschafft. Heute gibt es Zimmer mit 2 Betten, die jeweils in einen Schrank eingebaut sind, erzählt die zuständige Innenarchitektin Corrie von der Deken. Also ein Rückzugsort für jeden Thomaner mit eigenem Nachttischlampe, mit eigenem integrierten Schrank, Schubladen, für alle Habseligkeiten, die man so hat. Die Möblierung ist zwar streng, aber bietet eben einfach diese Privatheit, die ich auch so wichtig fand. Dass die Knaben bessere Lebensbedingungen bekommen, das war dem Pädagogen Georg Christoph Biller auch in ideeller Hinsicht wichtig. Er hat, das lässt sich jetzt schon sagen, den Thomanerchor wieder spiritueller gemacht. Die traditionellen Motetten in der Thomaskirche am Freitag und Sonnabend waren unter seinem Vorgänger Hans-Joachim Rotsch eher Konzerte. Biller dagegen war es wichtig, dass es sich um Gottesdienste mit liturgischem Ablauf handelt. Musikalisch ist natürlich für uns Biller sehr, sehr prägend gewesen. Betont der ehemalige Thomaner Lukas Lomtscher, Mitglied des Männervokalensembles Nobiles, das im vergangenen Jahr einen ersten Preis beim Deutschen Chorwettbewerb in Weimar gewonnen hat. Mit seinen wirklich hohen Ansprüchen auch das den gerade geistlichen und geistigen Inhalt von Musik rüberzubringen und einfach auch zu wissen, wovon singe ich da und ich bringe diese Botschaft rüber. Das ist was ganz Tragendes bei Biller gewesen. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Vor allem jetzt zunehmend rückblickend wird einem das erst bewusst, wie viel er uns da eigentlich vermittelt hat, ohne dass man es gemerkt hat, weil man eben damit aufgewachsen ist. Was mir persönlich sehr in seiner Arbeit imponiert und gefallen hat, dass er die Musik nie als Musik ausschließlich verstanden hat. Betont Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Sondern gerade die Musik von Johann Sebastian Bach als Verkündigung des Wortes, also als christliche Lehre, verstanden hat. Hören wir im Folgenden einen Ausschnitt aus dem Werk, das Georg Christoph Biller für das Thomanerfestjahr 2012 komponiert hat, die St. Thomas Ostermusik für Solostimmen, Chor, Orgel und Schlagwerk. Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein groß Erdbeben und der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein vor die Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber erschlagen vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den
Jesus und sprach:
Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und sprach: Georg Christoph Biller als Sakralkomponist, das war ein Ausschnitt aus seiner St. Thomas Ostermusik, aufgenommen im April 2012, also im 800. Jubiläumsjahr des Thomanerchors. Figaro Spezial vom 16. zum 17. Nachfolger Johann Sebastian Bachs.
Der 17. Thomaskantor wird voraussichtlich, wie gesagt, erst im nächsten Jahr gewählt. Gotthold Schwarz, Sänger und langjähriger Stimmbildner der Thomaner, wird das Amt bis dahin kommissarisch ausüben. Er hat ja Georg Christoph Biller auch früher schon regelmäßig vertreten. Von dessen Rücktritt war er aber dann doch überrascht. Also vorbereitet auf diese lange Zeit bin ich natürlich eigentlich nicht gewesen, auch was meine eigenen Verpflichtungen ansonsten noch angeht, dass ich am 6. Januar, nachdem sich Herr Biller krank gemeldet hat, für eine überschaubare Zeit sofort zugesagt habe, das habe ich gerne getan. Ja, ich habe es dann nach Herrn Billers Rücktritt doch auch nach reiflicher Überlegung gerne zugesagt, auch im Blick auf die Kontinuität des Chores, also dass sich die Knaben und Jugendlichen doch irgendwo, ich will es einfach mal so formulieren, geborgen fühlen, weiter in dieser Weise arbeiten zu können. Also die Emotionen waren natürlich schon groß, als die Mitteilung kam, dass Herr Biller zurücktritt. Das finde ich aber auch gut und richtig so, denn es war eine ganz intensive Zeit, die die Thomaner mit Herrn Biller verlebt haben, mit vielen musikalischen Erlebnissen natürlich befrachtet. Die Einstellung auf mich ist schon eine Umstellung, sicher für die Knaben, auch was vielleicht meine Arbeit oder die Art, wie ich in den Proben arbeite, angeht. Das ist natürlich unterschiedlich, vielleicht auch manche musikalischen Intentionen anders. Da sind wir, glaube ich, beide, sowohl der Chor als auch ich, sehr aufeinander zugegangen oder sind bereit, aufeinander zuzugehen. Gotthold Schwarz hat sich in den letzten Jahrzehnten als Sänger einen großen Namen gemacht. Selbstverständlich gehören die Bassarien aus Bachs Kantaten zu seinem Kernrepertoire. Die folgende ist der Kantate Werkeverzeichnis 182 Himmelskönig sei willkommen entnommen. Starkes Lieben, stark. Sohn von dem Thron deiner Herrlichkeit getrieben. Starkes Liebe, dass du dich zum Heil der Welt als ein Opfer für gestellt, dass du dich mit Blut verschrieben, dass du dich mit Blut verschrieben, dass du dich mit Blut verschrieben. Starkes Lieben, dass du dich zum Heil der Welt als ein Opfer für gestellt, dass du dich mit Blut verschrieben, dass du dich mit Blut verschrieben, dass du dich mit Blut verschrieben. Starkes Lieben, starkes Lieben, dass dich großer Gottes Sohn von dem Thron deiner Herrlichkeit getrieben. Der derzeitige Interims-Thomaskantor Gotthold Schwarz war hier zu hören, begleitet vom Leipziger Gewandhausorchester mit einer Arie aus Bachs Kantate Himmelskönig sei willkommen, komponiert zum Fest Mariä Verkündigung am 25. März.
Die Findung eines neuen Thomaskantors war, blickt man in die Geschichte, häufig eine schwierige Angelegenheit und manchmal gab es sogar regelrechte Skandale. Nach 1745 verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Johann Sebastian Bach, das lassen die wenigen schriftlichen Quellen vermuten. In dieser Zeit leitete Gottlob Harrer die Kapelle des Grafen Brühl, des ersten Ministers am Dresdner Hof. Womöglich war Brühl mit Harrer unzufrieden oder er wollte aus Gründen der Staatsräson lieber einen Katholiken als Kapellmeister haben. Als ihm zu Ohren kam, Thomaskantor Bach wäre gesundheitlich schwer angeschlagen, ließ er sofort einen Brief an den Leipziger Bürgermeister Born aufsetzen. Überbringer dieses, der Kompositeur bei meiner Kapelle Harrer, ist dasjenige Subjektum, so ich bei meiner Anwesenheit in Leipzig zu künftiger Remplacierung der dasigen Kapelldirektorstelle bei sich der einst ereignenden Abgang Herrn Bachs rekommendiert habe. Da nun derselbe eine Probemusik von seiner Komposition daselbst aufzuführen und dadurch seine Habilität in der Musik zu zeigen willens ist, so habe euer Hochwohlgeboren bestens ersuchen wollen, bemeldeten Harrer nicht nur hierzu die Erlaubnis zu erteilen, sondern auch sonst zur Erlangung seines Endzweckes allen gütigen Vorschub zu tun. Die Leipziger Ratsherren willigten sofort und ohne Diskussion ein. Es blieb ihnen allerdings auch nichts anderes übrig, als zum Gesuch Brühls Ja zu sagen, denn die Stadt hatte enorme Schulden beim ersten Minister seiner Majestät. Hätten sie dessen Bitte abgeschlagen, wäre der Eklat perfekt gewesen und der finanzielle Schaden für Leipzig groß. Was aber sollte man tun, um den noch lebenden Thomaskantor Bach nicht allzu sehr zu kompromittieren? Kurzerhand wurde das Probedirigat Harrers nicht in einer der städtischen Hauptkirchen anberaumt, sondern im Gasthof zu den Drei Schwanen, wo seit 1743 regelmäßig die Konzerte der Leipziger Konzertgesellschaft abgehalten wurden. Das Werk, mit dem Gottlob Harrer die Ratsherren von seiner Kunst überzeugen wollte, ist eine Kantate zum ersten Sonntag nach Trinitatis mit dem Titel »Der Reiche starb und ward begraben«. Ob es sich dabei um einen ziemlich stillosen Kommentar zum dahinsiechenden Bach handelt, sei dahingestellt. In den Annalen des Leipziger Rates ist jedenfalls über die Aufführung zu lesen. Den 8. Juni ward auf dem großen musikalischen Konzertsaale im Drei Schwanen auf dem Brühl durch Ihro Exzellenz des Geheimen Rats und Premierministers Grafens von Brühl Kapelldirektor Herrn Gottlob Harrer Proba zum künftigen Kantorat zu St. Thomae, wenn der Kapellmeister und Kantor Herrn Sebastian Bach versterben sollte, mit größtem Applausu abgelegt. Die Wahl Gottlob Harrers zum Amtsnachfolger Bachs, sie hatte also, wie man heute sagen würde, ein Geschmäckle. Der letzte Thomaskantor Georg Christoph Biller ging in seiner Rede zum großen Bachfest 2000 auch auf diese Geschichte ein und kommentierte sie. Der Rat der Stadt Leipzig wollte sich dem Ansinnen des sächsischen Premierministers Heinrich von Brühl gefällig erweisen und lud zur Proba zum künftigen Kantorat zu St. Thomas, wenn der Kapellmeister und Kantor Herr Sebastian Bach versterben sollte. Es muss ihn tief gekränkt haben, den, der über 26 Jahre hindurch alle seine schöpferische und körperliche Kraft eingesetzt hatte, um mit herrlichster Musik die unzähligen kirchlichen und auch weltlichen Anlässe in dieser Stadt auszugestalten. Es war ihm nicht entgangen, dass seine Musik auch Kritik hervorgerufen hatte, wie dieser große Mann würde die Bewunderung ganzer Nationen sein, wenn er mehr Annehmlichkeit hätte und wenn er nicht seinen Stücken das Natürliche entzöge und ihre Schönheit durch allzu große Kunst verdunkelte. Doch sobald er wieder bei Kräften war, meldete er sich in seiner gewohnt kraftvollen Art zurück. Zum Ratswechsel am 25. August 1749 wiederholte er seine prachtvolle Kantate des Jahres 1731, »Wir danken dir, Gott, wir danken dir«. Vergleicht man diese Musik mit der Gottlob Harrers, so wird offenbar, um welche kulturelle Zeitenwende es sich handelte, die hier bevorstand. Zugleich
wird die Diskrepanz in der Auffassung von Kunst schlechthin sichtbar. Geht es Bach um die Erreichung größtmöglicher musikalischer Vollkommenheit zum Lobe Gottes und als Auftrag seinem Schöpfer gegenüber, durch den er seine Gaben erhalten hat, so scheint es den meisten seiner Zeitgenossen doch vielmehr um den Zeitgeschmack gegangen zu sein. Das ist etwas, was uns auch heute sehr bekannt vorkommt. Der Gerechtigkeit halber muss gesagt werden, dass Gottlob Harrer sein Amt nach bestem Wissen und Gewissen ausgeübt hat und dass auch einige seiner Werke überlebt haben und bis heute zum Repertoire des Thomanerchors gehören. Thank you.
Eine Motette von Gottlob Harrer, dem unmittelbaren Nachfolger Bachs als Leipziger Thomaskantor. Dass die Politik in den Prozess des Amtswechsels manipulativ eingreift, das war nicht nur im 18. Jahrhundert der Fall, sondern ist auch in 40 Jahren DDR zweimal vorgekommen, wenn auch nicht vordergründig. Im Jahr 1960 trat Thomaskantor Kurt Thomas vom Amt zurück. Der Auslöser? Die staatlichen Stellen hatten eine Reise des Korps in die Bundesrepublik untersagt. Kurt Thomas verließ daraufhin die DDR. Im Norddeutschen Rundfunk in Hamburg verlas er einen Brief an seine Thomaner. Dieser Abschiedsgruß wird euch wohl kaum im Original erreichen. Aber er wird durch Zeitung und Rundfunk der westlichen Welt bekannt gegeben werden. Es wurde mir immer klarer, dass man mich zum Rücktritt zwingen wollte, um dann den Korps umzuformen. Dass solche Pläne seit langem bestehen und bisher nur durch mein entschiedenes Auftreten verhindert wurden, ist durch viele Tatsachen beweisbar. Nicht zuletzt dadurch, dass während der Westreise des Dresdner Kreuzchores ein offizieller Begleiter des Chores geäußert hat, in den 1 bis 2 Jahren, während deren Professor Mauersberger noch im Amt sei, wolle man wohl noch alles so, wie es bisher gewesen sei, hingehen lassen. Dann aber würde man die Tradition umformen, die Konfirmation durch Jugendweihe ersetzen und so weiter und so weiter. Und dass man bei mir vielleicht noch 15 Jahre hätte warten müssen, war den maßgebenden Herren denn doch wohl zu lange. Dass ihr klar seht und euch nicht durch die plumpen und entstellenden Nachrichtungen der Zeitungen der DDR verwirren lasst, glaube ich zu wissen. Heute möchte ich euch sagen, dass mein Abschied von euch, von der Thomaskirche, vom Gewandhausorchester mir tief in der Seele wehtut. Ich werde es wohl nie verwinden können, dass man unsere Zusammenarbeit auf diese Weise zerstört hat. Ich denke, das war so eine Reihe von verschiedenen Sachen, die ihn gestört haben. Kerstin Sieblist, Musikwissenschaftlerin und Kuratorin am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, über den Rücktritt von Kurt Thomas. Es zeichnete sich ab, dass er bei der Programmgestaltung wahrscheinlich nicht autonom würde wirken können, auch bei der Nachwuchsarbeit. Das hat er alles so mitbekommen, dass da eben von außen in die Arbeit, in diese Kompetenzen, die er sich zugeschrieben hat, dass da einfach eingegriffen wurde. Und das fand er natürlich nicht so gut. Interessant ist, dass wenige Tage nachdem Kurt Thomas die DDR für immer Richtung Bundesrepublik verlassen hatte, in der Leipziger Volkszeitung ein Artikel erschien. Darin war von einem Pfarrer die Rede, der Anzeige bei der Volkspolizei erstattet hatte und behauptete, sein Sohn wäre im Thomas-Alumnat sexuell missbraucht worden. Also es steht ja in der Zeitung nicht, dass das der Thomaskantor gewesen ist. Es steht ja nur, dass es ein Vergehen gegeben haben soll im Thomas-Alumnat und dass das erst geklärt werden müsse. Er wird da in so eine Richtung gedrängt, die sozusagen der offiziellen Seite zu Pass kam. Aber mit Sicherheit, also da bin ich ziemlich überzeugt davon, das war nicht der Grund jetzt wirklich für den Rücktritt oder für diese Kündigung eben von Kurt Thomas. Der langjährige Pfarrer der Leipziger Thomaskirche Christian Wolf vermutet, dass Partei und Staatssicherheit auf diese Weise versuchten, Kurt Thomas im Nachhinein etwas anzuhängen. Gegen Gerüchte ist man machtlos. Das ist so, wenn die einmal in die Welt gesetzt werden, dann werden sie auch tradiert. Aber das Ende des Thomaskantorats von Kurt Thomas und dann auch seine Ausgrenzung, das hatte eindeutig auch politische Gründe und natürlich auch den Grund darin, dass Kurt Thomas selbst unter diesen Bedingungen in der DDR nicht weiterarbeiten wollte. Hier eine der letzten Aufnahmen, die Kurt Thomas mit dem Leipziger Thomanerchor und dem Gewandhausorchester gemacht hat. Der Eingangschor aus Bachs Magnificat, Werkeverzeichnis 243. Thank you.
Die Einwirkungen von Seiten der Politik auf den Leipziger Thomanerchor, sie wurden nach dem Rücktritt von Kurt Thomas unter seinem Nachfolger Erhard Mauersberger nicht weniger, betont die Musikwissenschaftlerin Kerstin Sieblist. Im Grunde ging das auf jeden Fall so weiter. Es wurde eigentlich dann auch immer schlimmer. Da gab es dann auch Patenbrigaden und solche Geschichten. Zum Republikgeburtstag musste der Thomanerchor fahren und dort in Berlin singen. 1971 gab es eine Inspektion im Alumnat, im gesamten Thomanerchor, die zum Ziel hatte, eben da auch diese religiösen Bindungen zu lockern, zu unterwandern, eigentlich da eben immer mehr so sozialistische Erziehungsarbeit mit reinzubringen. Das hat natürlich auch Erhard Mauersberger, dem also wirklich ja, handfesten Protestanten, überhaupt nicht gefallen. Erhard Mauersberger, der jüngere Bruder des damaligen Dresdner Kreuzkantors Rudolf Mauersberger, dürfte schwer unter diesen Bedingungen gelitten haben. Es ist zu vermuten, dass die städtischen und staatlichen Stellen ihn spätestens ab 1970 loswerden wollten. Ich denke, dass ganz gezielt darauf hingearbeitet wurde, dass Erhard Mauersberger irgendwann dann auch aufgibt. Es gab eine Auslandsreise nach Prag und da ist ein mysteriöser Unfall passiert. Da ist ihm eine Fensterscheibe auf den Kopf gefallen, wo man nun auch spekulieren könnte, wieso fällt da eine Fensterscheibe? Dazu weiß man nichts Näheres. Auf jeden Fall zog das einen langen Krankheitsprozess nach sich oder beziehungsweise einen sehr langwierigen Genesungsprozess. Und am Ende war dann Mauersberger so zermürbt, dass er also da auch sein Amt niedergelegt hat. Steckte die DDR-Staatssicherheit hinter dem ominösen Absturz der Fensterscheibe in Prag? Möglich, aber wohl nicht mehr herauszufinden. Interessant in diesem Zusammenhang ist aber, dass mit Hans-Joachim Rotsch blitzschnell ein Nachfolger für Erhard Mauersberger präsentiert wurde, der über mehr als 20 Jahre inoffiziell für die Staatssicherheit arbeiten sollte. Seine Kooperation mit dem MFS, so erzählte Rotsch 2009 im Mitteldeutschen Rundfunk, hatte 1972 begonnen. Damals bekam er eine Vorladung zum Rat der Stadt. Und da waren ihm zwei von der Stasi, die mir also mitteilten, ich sei ihnen verantwortlich als staatlicher Leiter für diese Einrichtung. Und ich sei verpflichtet, wenn irgendwas schief geht, irgendwas passiert, das zu melden. Dass Hans-Joachim Rotsch durch seine IM-Tätigkeit anderen Personen Schaden zugefügt hat, ist nicht erwiesen. Dennoch leistete er intensive Zuarbeit, betont Georg Pohler. Er war nach der Wende Mitglied im Untersuchungsausschuss der Leipziger Stadtverordnetenversammlung zur Auflösung der Stasi. Es war so, dass also es nicht nur diese allgemeinen Leitergespräche waren, sondern dass er also sich, wie ich mich erinnere, auch in Autos mit den Leuten der Staatssicherheit getroffen hat und dort Aussagen gemacht hat. Und das ist für uns auch ein Indiz gewesen, dass er also mehr Aussagen gemacht hat, als er nur hätte machen müssen. Dass der im vergangenen Jahr verstorbene Hans-Joachim Rotsch dennoch Verdienste hat, ist unbenommen. Die Qualität der Bach-Kantatenaufführungen unter seiner Ägide wird vielleicht erst in Zukunft adäquat gewürdigt werden. Hier der Eingangschor aus Bachs früher Kantate »Gott ist mein König«. Gott ist mein König.
Der Wechsel von Hans-Joachim Rotsch zu Georg Christoph Biller, er war nach dem Ende der DDR der erste, bei dem politische Interessen keine Rolle mehr spielten. Allein die Findungskommission, zusammengesetzt aus Vertretern der Stadt und diverser Leipziger Musikinstitutionen, war unter neuen demokratischen Vorzeichen für die Auswahl zuständig. Dass Georg Christoph Biller eine gute Wahl war, zeigte sich auch daran, dass er seinen Amtsvorgänger Kurt Thomas, der ja 1960 aufgrund des politischen Drucks zurückgetreten und in die Bundesrepublik gegangen war, auch sichtbar rehabilitierte. Er ließ das Porträt, das man 1960 entfernt hatte, wieder in der Ahnengalerie der Thomas-Kantoren im Alumnat anbringen. Wie wird sich der nächste Wechsel von Georg Christoph Biller zu seinem Nachfolger vollziehen? Wir wissen es noch nicht. Wird Interims-Thomaskantor Gotthold Schwarz für das Amt kandidieren? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ob da eine Ausschreibung stattfindet oder so, das ist, glaube ich, noch nicht endgültig besprochen. Ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Ausklingen soll diese Sendung mit Musik des letzten Thomaskantors Georg Christoph Biller, seiner Vertonung des apostolischen Segens.